Also ich halte da, das ist viel, natürlich gibt es einzelne Punkte, ja. Ich will auch gar nicht sagen, dass man manche Verfahren auch kritisch anschauen muss. Das wird es immer geben, ja. Weil auch eine Glaubenskonfrontation nicht unfehlbar ist, ja. Per Definition übrigens nicht unfehlbar ist. Aber das, ich finde, wenn manche Leute auf dieser Welle reiten, so sozusagen, sie sind, das konnte man ja jahrelang hier verfolgen in jedem Interview, ich werde so bedroht und die Glaubenskonfrontation sitzt mir in den Nacken und so. Ich habe selber auch Gremien und in Kommissionen mitgearbeitet, wo dann Professoren dann sagen, das ist so schrecklich, also der Ratzinger immer, man kann ja keinen Schritt tun, dass man nicht bewacht wird. Also das sind Vorstellungen, die halte ich für vollkommen, also nicht überzogen, sind einfach unrealistisch. Ja. Und das ist, und wenn wir mal am anderen Ende des Spektrums angucken, weil wir heute, das schließt sich jetzt der Kreis mit der, Sie können natürlich, haben Sie heute Morgen ja gesagt, auch zu Recht, ne, ja, die EKD nimmt halt da Stellung, ja. Das hat die in früheren Jahren gar nicht gemacht, weil die natürlich vom Ansatz her eine Beurteilung innerhalb ihres eigenen Ladens ablehnt. Aber der Huber ist jetzt ein Mann in Berlin, der natürlich strukturell da jetzt anzieht, ja, und natürlich manches aus sozusagen, das wird er nie offiziell zugeben, aber, unter dem unterirdischen Tunnel aus der katholischen Sache so einschleust. Also, dass der den Rat der EKD zwingt, Stellung zu nehmen zu einer offiziellen Sache, die Bibel in gerechter Sprache, oder man könnte andere Beispiele nennen, ist neu in der evangelischen Kirche, weil da gilt zunächst die Freiheit eines Christenmenschen, es gibt kein Lehramt, ja. Es gibt also keine Instanz, die sozusagen guckt, gehört das zu uns dazu oder nicht. Das kann man befürworten, okay. Der Preis, den man dafür zahlt, ist der Zerfall. Also jeder, ja, da guckt keiner mehr, bleibt das Ganze zusammen, sondern einer geht in die Richtung und dann tut sich da eine neue Kuppe auf, ja. Und so teilt sich das immer mehr, es wird immer diffuser, ja, wenn man die Teilkirchen, also der ökumenische Rat der Kirchen etwa ist ja explodiert, allein von den Mitgliederzahlen, weil es immer mehr gibt. Und die Beobachtung ist dann, wie ich neulich hörte von Kardinal Kasper, der ja, als er in Rom anfing, im Grunde genommen ein ausgewiesener Fachmann war für die protestantischen Kirchen eigentlich eher im Dialog, der sagt, wir können kaum noch einen Dialog führen, weil die protestantischen Kirchen so rasant verfallen und sich zersplittern, dass es überhaupt keine Ansprechpartner mehr gibt. Das ist für uns natürlich in Deutschland ein anderes Problem, weil wir natürlich hier im Land der Reformation nochmal immer diese stärkere Kontrastierung haben. Aber wenn man das nochmal global betrachtet oder von Kontinenten her, er sagt, es ist viel schwieriger. Das Einzige, woran wir uns im Moment irgendwie halten können, ist die Orthodoxie. Nicht nur von den inhaltlichen Berührungspunkten, sondern vom Ansprechpartner überhaupt. Wobei das ja da auch da schwierig ist, wenn Sie die Tage das großen Staatsakt gesehen haben, ja, zum Begräbnis von Boris Nikolajewitsch, dann sehen Sie natürlich eine ganz starke, also Verflechtung, wo ja der alte Bush und der Clinton nur mit dem Mund aufstehen, konnten mit dem Traktor reinfahren, ja, wenn Sie die beobachten, was da abgeht, ja, sind Amerika zum Beispiel undenkbar oder sowas, ja. Das hat doch vielleicht bei uns noch ansatzweise, ich glaube, die letzte Staatsaktion, die vielleicht daran tippen kann an dieses Begräbnis, war als Frings im Kölner Dom das Requiem für Adenauer gelesen hat. Ja? Vielleicht könnte man das irgendwie noch in diese Reihe stellen, aber seither ist das doch weg, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.